Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, zweite Lesung, des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Abkommen zur dritten Änderung des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik, Drucksache 19/4987 zu 19/4880. Es erfolgt ohne Aussprache, aber die Berichterstattung muss vorgenommen werden. Das ist der Abgeordnete Reif. Ich bitte um Berichterstattung. Wer übernimmt die Berichterstattung? Herr Kollege Bellino, vielen Dank. Ja, manchmal hilft ein roter Ordner, aber nicht die rote Bibel oder wie es bei Ihnen heißt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen in Vertretung des verhinderten Kollegen Reif sehr gerne die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung vortragen. Dieser Ausschuss hat sich intensiv mit dieser Thematik am 30. Mai 2017 befasst und kommt zu dem Ergebnis, ich zitiere, der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD und LINKE. Somit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung einstimmig angenommen worden und zum Gesetz erhoben. Vielen Dank.